Guten Abend, mein Gott. Hallo. Mein Gott. Resi, geh weiter. Wer ist schon da? Hallo. Sind wir eh so spät dran, ja. Heuer? Mein Gott, grüß dich. Ich hab das eh gesagt. Wir sollen woanders mitmachen, heuer, dass wir früher dran kommen. Ja, bei der Garde hätten wir mitmachen können. Geh, da sind wir doch viel zu alt. Geht nur, dann hätten wir halt bei den Altspatzen mit da. Geh, und da sind wir viel zu jung. Mein Gott. Mein Gott, schau, der Herr, da haben wir mehr Haar auf die Knie wie der am Kopf. Mein Gott, und schau, der Herr Bürgermeister Fellinger, der war halt sicher im Hallenbock, gell? Weil der hat noch die Fleisch von meinen Glatzen an. Bade haben wir auf, ja? Ist das in einem Auto? Wirklich? Das kommt bald der Messe. Nein. Nein, schau dir mal, die Frau, mein Mann, hat der eine schöne Frau. Mein Gott, hat du einen schönen Mann, weißt du? Ist das jeder der? Weißt du, hast du einen schönen Mann und er ist dann nicht drei, warst mit einem Schirken viel besser dabei. Nein. Ja? Ja, Frau Grasel, grüß dich, Frau Grasel. Mein Gott. Mein Gott, die hat auch so ein schönes Kleid an wie mir, hä? Ja. Gefällt's dir? Ja, gefallen wird's mir schon. Aber das können wir mit 70 Jahren noch anziehen. Nein. Erdäpfel. Schmuck. Ja, ich habe Frau Grasel im Freitag am Bauernmarkt getroffen. Ja? Ja, hat es zu der Verkäuferin gesagt, Gens hat gesagt, ich kriege gerne ein Kilo Erdäpfel, aber geben Sie mir bitte kleine, weil ich es nicht schwer tragen. Nein. Du, schau dir den Schmuck an, was die Frau als Bürgermeister hat. So einen schönen Schmuck. Ja. Aber immer in einen Tresor rein tun, ja. Mein Bad Heu wird jetzt viel einbrochen. Ja. Schmuck, ja, Wertgegenstände. Ich habe jetzt einen Tresor gekauft, weißt du? Wirklich? Ja, dass man meinen Schmuck nicht stellen will. Ich habe auch so viel wertvollen Schmuck. Und da hätte er bitte an dich, Jacqueline. Darf ich dir den Code von dem Tresor sagen? Weil wenn ich noch mal vergiss, dass wenigstens du weißt. Sag mal. 4444. Red nicht so laut, wenn das die Leute hören, die, dann raumst du dir mal aus. Die Kinder sehen hören, wissen ja die Reihenfolge nicht. Mein unser Prinz heuer, ein Dachdecker haben wir heuer. Ja, ein Dachdecker. Den habe ich heuer mal gesehen, voriges Jahr eigentlich schon, im Sommer habe ich ihn gesehen, auf dem Dach kommen. Mit nacktem Oberkörper. Mei, die Muskeln, die Brust. Wow. Dann habe ich ihn im Bad gesehen, in der Badehosen. Die Oberschenkel, die Wadeln. Wow. Mein Gott. Und die haben ihn dann in der Sauna gesehen. Geh, ja. Und? Mei, so lieb. Rakete 1 und 2 und... Ja. Prinzessin, hast du es gesehen? Jetzt hat es mir gedankt. Der habe ich so einen guten Tipp gegeben. Ja, was denn? Ist gekommen zu mir, hat es gesagt, Jacqueline hat es gesagt, ich habe so viel Kompost, was soll ich mit dem Kompost da? Den muss ich den zeigen lassen. Geh, sag ich, sei nicht so blöd, fährst bei der Nacht in den Wald down, ich mag's ein großes Loch, grabst den Kompost her und weg ist er. Ja, hat es da auch was ja, dann gesagt? Ja, dann hat sie schon, aber dann hat sie geschimpft mit mir. Nein, nein. Sagt sie, so ein Blödsinn, was mir du sagst, jetzt habe ich einen Kompost eingraben, jetzt habe ich so einen Erdhaufen da. Ja. Ja, sag ich, hast du einen Fehler gemacht? Hast du so ein großes Loch graben müssen, dass alles Platz hat? Ja. Mein Gott. Mal schau her. Mein Gott. Der Präsident. Der Präsident, der Koberwalter. Meist ja schon lang Präsident vom BHCC. Ja, das ist ja der Johannes Hesters von den Forschungspräsidenten. Mein Gott. Was? Was? Wirklich, was? Na ja, macht ja nichts. Auf eins! Und zwei! Und drei! Ja,
der Herr Präsident hat mir neulich erzählt, sagt, da haben wir von den alten Zeiten geredet, ja. Vom Bundesheer hat er mir erzählt. Sagt, du weißt nicht, beim Bundesheer, wie wir waren, haben sie uns junge Männer, über, dass wir ein wenig ruhiger sind, ja. Haben sie uns über ein Brom in Kaffee. Ja. Sagt, und jetzt fängt es wirken an. Danke. Du. Ja, Kleiner, weil das muss ich dir einmal so anschauen. Was hast denn du für Konfetti? Eine Konfektionsgröße. SE? SE, was heißt denn das? Small Elephant. Genau, so. Du, weißt du, der BHCC war ja voriges Jahr in Mallorca auf Badeurlaub. Wahnsinn, ja. Ja, und dann hat der Haifisch einen vom Elferrand gefressen. Ja, und stell dir vor, der Haifisch hat 14 Tage nicht tauchen können, weil der so viel Luft im Kopf gehabt hat. Schau das an, in so einem Elferrand ist ja wirklich nichts drauf für einen Haifisch. Ja, aber der Haifisch hat ein Glück. Kein Rückgrat, aber solche Lebern haben sie. Mein Gott. Sitzen wir uns mal nieder. Jetzt trinken wir mal das. Was trinken wir denn? Ja, auf was trinken wir denn? Ja, trinken wir mal. Ja, auf unsere Schönheit. Ja. Ja. So? Ah. Mein Gott, sitzen wir uns nieder. Mein Gott, und da, was geht, sind sie in Mallorca, sind sie heimgewogen, ja. Um 12 Uhr auf Nacht, 2 sitzen nicht, da habe ich keinen Namen nicht nennen, gell? Die lernen. Ja, ja. Sind sie sagt der eine zu einem anderen. Mai hat er gesagt, 12 Uhr auf die Nacht war es schon, sind sie über Brücken gegangen. Hat er gesagt, Mai, sagt er, so eine Brücken möchte ich mal von unten sehen. Hat der andere gesagt, kein Problem. Hat er gesagt, du hast eh Hosenträger. Ich nehme dich bei den Hosenträger, lass dich da so oben. Ja. Und dann schaust du die Brücken von unten an. Ja. Hat das dann weiter, hat er gesagt, nur ein Stückchen. Ja. Vor mir hat er recht gelacht, der da unten. Sagt er, was hast denn? Mai hat er gesagt, jetzt schießt es mir gerade, wenn ich jetzt Hosenträger aufmag, die hat es dir schön im Pappen. Nein. Ja. So, jetzt trinken wir mal auf unsere. Trinken wir mal. Sind Fußballfans auch da? Fußballfans? Fußball von Lask sind nein, auch da. Am Lask. Trinken wir jetzt schon wieder. Ja, Gott. Schon wieder. Trinken wir am Lask. Willst den Lass ganz vorne sehen, musst du die Tabelle drehen. Ja. Mein Gott, du trinkst mir mal. Was jetzt muss ich wieder mal nehmen. Da. Du, ja. Was du, die paar tollen Fußballer geht es ja nicht recht für anders. Aber nur haben die Glück, die haben in Satura Jürgen als Obmann. Ja. Ja. Mein, jetzt fällt mir ein Sprichele. Ich bin Satura ja. Leicht. Ob er licht ist oder besoffen, der Satura hat über die Pappen offen. Prima, Satura. Ah, jetzt trinken wir mal. Jetzt kommt man am Bürgermeister. Kommt am man trinken. Da haben wir noch gar nichts gesagt. Die Bürgermeister? Mein Gott. Mein Gott, das ist so ein Mann, heißt na. Groß und stark, heißt. Ja. Aber man braucht halt einen zweiten an sich. Ja. Ja. Einen zweiten sichern brauchen. Ja, ich weiß, wie das ging, ja. Wenn wir einen zweiten sichern kriegen. In Molterer und in Büringer die Stücke immer zaum, damit wir einen zweiten Schöndorfer haben. Nein. Ja, du, der Satura, der war ja, mein Gott, nein, so ein Held war am Fußballplatz, okay. Hat er seinen Buben mitgehabt. Oder ein Neffen, ich weiß nicht, was war, so ja. Ein dreijähriger Bub hat auf die Schultern sitzen gehabt. Und der Bub hat da bei dem Fußballspiel geschrien: Abseits, Foul, Schiedsrichter, Öfer, Eckball, Abseits. Vor mir hat der Satura den Bub runtergefangen, hat ihm links und rechts einen Fotzen gegeben. Jetzt haben die Leute gesagt, warum gibst du denn den kleinen Buben ein Fotzen? Der hat ja eh alles richtig gesagt. Ja, hat er gesagt, der Lausbub, alles kann er sagen, nur Lulu nicht. Mein Gott. Du. Jetzt muss ich dir was fragen, Jacqueline. Weißt du, warum die Bürgermeister und dann einmal so gut riechen? Weißt Nein, du das? Weiß ich nicht. Nein, in der Früh tun sie sich rasieren, dann tun sie sich mit beiden Händen das Rasierwasser auf und dann rennen sie den ganzen Tag so um und um. Ja. Mei, ich sehe so viel Bürgermeister weit und breit. Ja, weil es ungerade überall geteilt.
Weißt du den Unterschied? Von mir sterben dann oder Politiker? Na? Ja, um uns zwei war schade. Jetzt trinken wir wieder ja, mal. Du, auf wen trinken wir den nächsten? Ja, am Darabusch trinken wir, mein Gott, am Darabusch. Ja. Na, da fällt mir dem was. Das stimmt aber wirklich, wenn man am Darabusch aufdenkt. Ja, den trinken wir. Ich beim Ziermoor in der Eisenhandlung, steht ja, okay. Vor. Und ist ein Mann vor mir, sagt er zu der Verkäuferin, sagt er, gehen Sie kriegen gerne ein halbes Kilo SPÖler. Na. Das ist jemand dumm geschossen, ist sein Chef, hat es gesagt, mein Herr Chef hat es gesagt, da ist ein Geschäft draußen, der hätte gerne ein halbes Kilo SPÖler. Haben denn wir sowas? Du geh, du dummes Dirndl, hat er gesagt, weißt denn das nicht? Das sind die großen Nierten mit den kleinen Köpfen. Na. Du. Bringen wir dann am Altbogranke viel statt. Ja. Freundschaft. Mein Gott, da sieht man schon ein paar. Mein Gott. Ja, wohl. Wer näher oder weniger? Prost. Ja, da geht eins. Und zwei. Die haben und fünf. Aber die haben immer jetzt vom Schell. Ich weiß. So, jetzt trinken wir mal auf den Alten. Jetzt trinken wir mal auf unseren Programmchef. Am Altprogrammchef. Altprogrammchef. Der Hirsche Helle, heute ist er nicht da. Nein, heute ist er nicht da. Aber ich sage, dass der hat in seinem Alter, habe ich geglaubt, noch ein ganz ein tolles Leben. Erzähl er mir die Tage, sagt er, weißt du, sagt er, ich habe mit einem jungen Mädchen, habe ich was gehabt, die hat mich an derer vergangen. Der Hirsche. Sag ich, wie jung war denn die? Ja, sagt er, 18 Jahre. Ja, sag ich, und wie alt bist du? Ja, sagt er, 71. Ja, sag ich, muss mir das erklären, wie das funktioniert. 18 und 71. Mei, hat er gesagt, ist eh schon 50 Jahre aus, ob ich verzöse nur so gern. Okay. Weißt du, und unser neuer Programmchef, der Patak Toni, ja, weißt du, der mit dem überhängenden Schnauzbart da, weißt ja, du, ja. Der war neulich im Hallenbad. Und wie er so drinnen geschwommen ist, hat der Bademeister gesehen, hat ihm der einen Salzhering hingeschmissen, weil er glaubt, dass der Walross schwimmt da drinnen. Ja. Ja, aber der hat schön was so zum Muttertag. Was hast denn du gekriegt, Volksjahr, zum Muttertag? Eine Perlenkette. Und was hast du gekriegt? Ich hab neue Ohrringe gekriegt. Ah. Und weißt du, was der Patak Toni seiner Andrea geschenkt hat? Der hat so schön, weil er so gern Bier trinkt. Na, was hat er denn geschenkt? Eine Brauereibesichtigung. Na, geh. Na, trinken wir einmal einen Patak Toni. Einen Patak Toni trinken ja, wir einmal auf unserem Programmchef. Jetzt muss ich wieder mal reinschauen, ja. Nein, passt das ist blödes. Ja, passt denn nun, nein, passt denn. Ja, die sagt das. Jetzt haben wir da einmal. Da sitzen sicher einen da, die haben auch Matura schon gemacht, wenn der auch so ein Matura-Treffen mein ist. Nein, gut, ein Matura-Treffen. Da tut es ja auch anspielen. Da haben sie das 30-jährige Matura-Treffen gehabt. Haben sie sich getroffen, haben sie gesagt, wo gehen wir denn hin? Na, haben sie gesagt, gehen wir zum Hametner. Die haben die schönsten Kölnerinnen. Ja, und beim 40-Jährigen sind sie wieder zusammengekommen, haben sie gesagt, wir haben jetzt 40-Jährige, wo gehen wir denn hin, wo feiern wir denn das? Die haben sie gesagt, gehen wir zu einem Hammerdner, da haben sie so große Schnitzel. Na, beim 50-Jährigen sind sie wieder zusammengekommen, haben sie gesagt, wo gehen wir denn hin? Na, haben sie gesagt, gehen wir zum Hammerdner, weil da ist Kloglein in der Gaststum, da haben wir nicht so weit. Und beim 60-Jährigen sind sie wieder zusammengekommen, haben sie gesagt, Burschen, wir haben 60-Jährige Matura-Treffen, wo feiern wir denn das, wo gehen wir denn hin? Geh, haben sie gesagt, gehen wir zu einem Hammerdner, da waren wir eh noch nie. Aber du kannst halt einmal sein, dass du einen Doktor brauchst dann. War ich den Tag beim Doktor Tauber. Geh. Kommt da einer in die Ordination, einer geschossener Mann und halt da über so, halt da so. Jetzt sagt der Doktor Tauber, was haben Sie denn? Mei, sagt der Herr Doktor, wissen Sie, war jetzt beim Wagner, da beim Heringwirt am Hauptplatz, der war im Fasching über mit Frauenkleid um und um rein. Na geh, so Blödsinn. Na geh. Hab ich ein Rehbeistel gegessen?
hat mir so geschmeckt, habe eine zweite Portion gegessen und dann ist der so groß geworden und bleibt er so. Mei, sagt er, da weiß ich auch nicht, was ich tun soll. Da muss ich meinen Kollegen, das ist eher ja den Dr. Sterer anrufen. Hat er ihn angerufen, der ist gekommen. Mei, sagt er, was haben Sie denn da? Ja, sagt er, beim Wagner war ich, ein Rehbeischel habe ich gegessen. Hat mir so geschmeckt, habe eine zweite Portion gegessen, dann ist er so groß geworden und der bleibt da so. Ist der Dr. Sterer raus, hat der Dr. Tauber gesagt, Herr Kollege, was soll ich denn tun mit dem Patienten? Sagt er, was du tust, ist mir wurscht, ich gehe jetzt einen Wagner Rehbeischel essen. Und noch einmal eine Rakete. Eins. Und zwei. Und fünf. Weibmanns Heil. Weibmanns Heil, ja. Wie sind die Frauen? Schön. Ja. Mein Gott, aber wenn mir so trinken hörst, da wären wir am Ende gar nicht so alt. Nein, das trinken ist nicht aber so aber das stimmt auch nicht, weil schau in Olwang, die binden nämlich ganz schön die Olwanger und werden so alt, die Olwanger. Ja. Ja, da ist neulich auf Olwang, weil die Leute so alt werden dort, ein deutscher Zeitungsreporter gefahren, wollte sich das anschauen, warum die Leute so alt werden. Wie er da reinfährt auf Olwang, siehst du schon so einen öden Sitzen da bei einem Baum herbeigehen. Ja, hat er ja. gesagt, entschuldigen Sie, darf ich Sie fragen, wie alt sind denn Sie? Ja, hat er gesagt, ich bin 70 Jahre alt. Mensch, sagt er, jetzt sehe ich, Sie weinen so, warum weinen denn Sie so? Ja, hat er gesagt, der Vater hat mir eine runtergehauen. Mensch, sagt er, Sie sind 70, Ihr Vater lebt auch noch, wie alt ist denn der? Ja, hat er gesagt, 92. Er sagt, das glaube ich nicht. Ja, hat er gesagt, wenn du das nicht glaubst, geh um hinter die Holzhütten, frag den Großvater. Mensch, sagt er, das gibt's doch nicht, Ihr Großvater lebt auch noch. Ja, wie alt ist denn der? Ja, hat er gesagt, 119 Jahre alt. Er sagt, das glaube ich aber nicht, das gibt's doch gar nicht. Ja, hat er gesagt, wenn du es nicht glaubst, geh um im Pfarrhof, frag im Pfarrer, der hat ihn tauft. Mein Gott. Ah. Ja, aber wenn man halt alt wird, ja. Gell, da kommt so manches Wehwehchen daher. Ja, Jacqueline, weißt du, ich habe jetzt so ein Wehwehchen. Ja, was hast du denn leicht? Ja, stell dir vor, ich hab Zucker. Zucker? Ja, wie merkt man denn das? Ja, jedes Mal, wenn ich einen Furz machen muss, habe ich so weiße Kristalle in meinem Höschen. Mein Gott, na, dann habe ich Zimt. Ja, Mann. Bitte. Prost, bringen wir mal. Prost, bringen wir mal. Jetzt denke ich auf erst. Ich muss ja noch einen Koffer packen. Ich verreise ja jetzt. Was, du verreist? 3 Monate, eine Weltreise mache ich jetzt. Das ist doch so teuer, das kannst du doch du gar nicht leisten. Ich werde eingeladen von einem Mann. Stell dir vor, war ich bei Saptours im Reisebüro. Ist da ein Mann drinnen, schaut mir so an, sagt er, meine Frau hat gesagt, wollen Sie nicht mit mir 3 Monate auf eine Weltreise gehen, sagt er, ich täte Sie einladen. Ich sage, das ist doch weit teuer, was das 70.000 Euro kostet, ich sage, das spielt keine Rolle. Sag ich, von wo haben denn Sie so viel Geld her? Ja, wissen Sie, hat er gesagt, ich habe ein Glück gehabt, ich habe einen Lotto-Sechser habe ich gemacht, ich habe gewonnen, 1.450.000 Euro. Ja, sag ich, um Gottes Willen, da treffen mich jeder Schlag. Ja, sehen Sie, hat er gesagt, ich habe Glück gehabt, mir hat er nicht gestraft. Auf das Weltreise trinken wir jetzt. Warum? Mein Gott. Na ja. Ja, wo schaust denn du in den Taschen rein, wenn wir trinken? Ja, jedes Mal schaust du da rein. Ja, weißt du, da habe ich ein Foto von meinem Mann drinnen und wenn ich einen Schädel getrunken habe, geh ich heim. Ja. Und können wir schon gehen? Nein, müssen Sie sehen. Hast du ein Foto ja, dazu? Ich habe ein Foto von meinem Mann mit. Ja, schau her. Schaut es nach. Ja, weißt du, ja dann trinken wir noch mal. Und dann gehen wir gleich. Mein Gott. Aber er hat so 3 Augen, mein Gott. Ja. So, dann gehen wir heim, gell? Ja. Gehen wir jetzt.
Gehen wir jetzt? Ja. Ja. Wir gehen jetzt. So? Ja, mir einen schönen Abend noch. Kommt's gut heim und bleibt's in Wünschen. Resi und Jacqueline.